Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich auf dem YouTube-Kanal der Stadtbücherei Langen. Ich freue mich, dass Sie uns angeklickt haben. Mein Name ist Thomas Mertin, ich bin der Leiter der Stadtbücherei und wie in unser aller Alltag hat die Corona-Pandemie auch in der Stadtbücherei Langen viele Veränderungen mit sich gebracht. Eine dieser Veränderungen ist, dass wir in der Stadtbücherei zurzeit leider keine öffentlichen Veranstaltungen durchführen können. Nicht für Kinder und nicht für Erwachsene. Unsere Veranstaltungen waren immer sehr beliebt und gut besucht. Für die derzeit geltenden Personenabstandsregeln von 1,50 Meter sind in der Stadtbücherei nicht genügend freie Flächen vorhanden. Somit können wir bei der erforderlichen Bestuhlung die gegebenen Sicherheitsanforderungen zum Schutz vor dem Virus nicht gewährleisten. Deswegen haben wir im März unseren YouTube-Kanal gegründet und seitdem mehrere Videos für Kinder mit Bilderbuchkinos, Lesungen, unserem Buchclub und den Bücherzwergen produziert und hier hochgeladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich diese Online-Veranstaltungen mit Ihren Kindern und Enkeln und Ihren Nichten und Neffen anschauen. Heute freue ich mich sehr, dass wir Ihnen die erste Online-Lesung für Erwachsene auf unserem YouTube-Kanal präsentieren dürfen. Für diesen neuen digitalen Weg konnten wir die Mitglieder der Kreativen Schreibwerkstatt gewinnen. Sie sehen jetzt den ersten Beitrag der Kreativen Schreibwerkstatt. In den folgenden Wochen werden noch weitere Videos folgen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Online-Lesung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Autorinnen Ingelore Böhnecke und Stefanie Umbach. Hallo, mein Name ist Stefanie Umbach. Ich leite die Kreative Schreibwerkstatt Langen. Wir sind eine Gruppe von Hobbyautoren aus Langen und Umgebung und wir treffen uns regelmäßig, um unsere Geschichten und Gedichte uns gegenseitig vorzutragen, zu diskutieren und hoffentlich zu verbessern. Wichtig ist uns dabei, dass wir in unserer Gruppe Impulse bekommen zum Schreiben und möglichst viel Spaß dabei haben. Normalerweise führen wir im Oktober jeden Jahres eine Lesung in der Stadtbücherei Langen durch, was dieses Jahr leider nicht möglich ist. Darum hat uns Herr Mertin angeboten, dass wir Teile unserer Lesung, die wir bereits vorbereitet hatten, im YouTube-Kanal der Stadtbücherei Langen vorzutragen. Das nehmen wir dankbar an und sind da sehr gespannt darauf und sehr gespannt auch auf die Resonanz der hoffentlich vorhandenen Zuschauer. Wir geben uns jedes Jahr ein Motto und das lautete in diesem Jahr in vollen Zügen. Viele der Beiträge, die Sie daher im Anschluss hören werden, befassen sich daher mit Reisen oder mit Getränken. Ich stelle der Gruppe oft Aufgaben, bei denen jeder das Gleiche tun soll, aber individuelle Begriffe bekommt. Eine der Aufgaben war die Aufgabe Getränke, bei der man ein Getränk, eine Person und eine Unternehmung bekommen hat und daraus eine Geschichte oder ein Gedicht schreiben sollte. Der erste Beitrag kommt von Ingelore Böhnecke und sie hat als Getränk den Cappuccino bekommen, sollte einen Besuch einer Tante mitnehmen und Gisela sollte auftauchen. Wer möchte, konnte auch noch den dritten Buchstaben seines Namens möglichst oft verwenden. Das war bei Ingelore daher das G. Es kommt jetzt also der Beitrag von Ingelore Böhnecke, Gründonnerstag-Ausflug nach Groß-Gerau. Gründonnerstags-Ausflug nach Groß-Gerau. Genug ist genug, denkt Gina. Ich besuche jetzt, trotz Coronavirus, endlich meine Tante Gudrun in Groß-Gerau. Gerne nimmt mich meine Nachbarin Gisela mit meinem Mundschutz in ihrem Gefährt, das sie liebevoll Gelbes Glück nennt, mit. Denn sie will ihre Großtochter Greta zu ihrem 16. Geburtstag überraschen, die ja zu Hause ist wegen der Osterferien. Zum Glück wohnt sie auch in der Gartenstraße wie meine Tante Gudrun. Diese kann kaum glauben, als ich meinen Besuch für Gründonnerstag als Gast ankündige. Dann standen wir mittags vor dem Gartentor und klingeln. Gisela wollte auch kurz Gudrun begrüßen, aber mit dem nötigen Abstand von 1,50 Meter. Wir nahmen uns nicht mal in den Arm, wie wir es sonst gewohnt waren. Von der Nachbarschaft guckten einige sehr grimmig, nicht gerade gut gelaunt.
Als kleines Geschenk hatte ich für Tante Gudrun ein Glas meiner so begehrten grünen Soße mitgebracht. Gerade saßen wir gemütlich, aber etwas voneinander getrennt und tranken unseren guten, wohlschmeckenden Cappuccino, als es an der Tür klingelte. Zwei Ordnungshüter standen mit ernster Miene davor. Guten Tag, es liegt eine Anzeige vor. Sie haben zwei Personen zu Besuch und das ist derzeit zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht erlaubt, das ist strafbar. Bitte lassen Sie uns in Ihr Haus. Sind Sie Frau Hartmann? Dann wurde auch ich befragt, als sie feststellten, dass nur ich als Person anwesend war. Angezeigt war auch Gisela, obwohl sie nur kurz im Flur war. Unsere Personalien wurden aufgenommen. Mit was für eine Summe müssen wir denn rechnen? Fragte meine Tante ganz aufgeregt, denn als Rentnerin hatte sie nicht viel Geld. Mir war das mit dem Geld sowas von Schnuppe. Aber die Tatsache ärgerte mich, dass wir von Nachbarn angezeigt wurden. Ja, genau wissen wir es auch nicht, um die 50 Euro für jeden. Aber die dritte Person wollen wir dann nicht amtlich erfassen. Das Haus musste ich gleich verlassen, aber Tante Gudrun gab mir am Gartenzaun einen bunten Blumenstrauß, mit der mich noch sehr lange erfreute. Gisela holte mich gleich ab. Sie kam so davon und wurde nicht beim Besuch ihrer Greta von Nachbarn denunziert. Wir bekamen zum Glück auch keine Anzeige, da Tante Gudrun nur mich, eine Person, zu Besuch hatte. In einem Brief teilte sie mir später mit: Trotz des großen Schreckens durch die Ordnungshüter habe ich deinen Besuch und die leckere grüne Soße am grünen Donnerstag in vollen Zügen genossen. Eigentlich wollten wir keine Pandemiebeiträge in die Lesung mit einbringen, aber zwei haben sich doch eingeschlichen. Jetzt kommt der zweite und letzte davon. Ich habe im Frühjahr 2020 eine Freundin angerufen, die Geburtstag hatte. Leider habe ich zu dieser Freundin nur wenig Kontakt, weil sie ein behindertes Kind hat. Und als ich dann aufgelegt hatte, habe ich mich gefragt, habe ich wirklich Probleme? Zwei Wochen später habe ich dann den folgenden Beitrag geschrieben. Keiner ist wie Daniel. Daniel hat einen Bewegungsmelder in der Matratze. Wenn er wieder einen epileptischen Anfall hat, piepst es. Dann kommt seine Mutter oder sein Vater. Sie streicheln ihn und versuchen, ihn zu beruhigen. Helfen, dass er sich nicht auch noch verletzt. Manchmal hat er sich nur gedreht. Er weiß nicht, wie er sich wieder bequem hinlegen kann. Manchmal kann Daniel nach einem heftigen Krampf etwas nicht mehr, was er lange geübt hatte. Zum Beispiel Becher stapeln. Das konnte er mal. Vielleicht lernt er es wieder. Daniel kann nicht sprechen. Er kann nicht sagen, was er will. Wenn er Schmerzen hat, weint er nicht. Er leidet. Seine Mutter merkt es irgendwie. Aber dann weiß sie trotzdem nicht, wo es ihm wehtut und wie sie ihm helfen kann. Daniel ist jetzt 20. Er braucht für fast alles Hilfe. Beim Windeln, beim Duschen. Nur laufen kann er gut. Das braucht er auch, um seine Energie loszuwerden. Es sieht etwas anders als bei anderen aus. Mittlerweile trägt er keinen Helm mehr. Aber wenn er in ungewohnter Umgebung ist, kann es sein, dass er hinfällt. Dann muss seine Mutter wieder raten, ob ihm etwas wehtut, wenn sie gemerkt hat, dass er gefallen ist. Seine Mutter hat Schmerzen in der rechten Schulter, denn sie hält ihn beim Spazierengehen immer fest an der Hand, wenn es gefährlich werden könnte, an einer Straße oder so. Und das ruckt ziemlich. Normalerweise ist Daniel tagsüber in der Behindertenwerkstatt. Aber jetzt verhindert das Coronavirus das. Betreuer kommen aus Angst vor Ansteckungsgefahr auch nicht ins Haus. Nun pflegt seine Mutter ihn rund um die Uhr. Sie hat gar keine Auszeit mehr. Sie weiß selber nicht, wie sie das schafft. Das weiß keiner. Aber sie ist trotzdem ein lebensfroher, gläubiger Mensch geblieben. Daniel liebt Bälle. Er hat ein ganzes Becken voller bunter Bälle. Als er klein war, haben seine Eltern ihn hineingesetzt und er hat sie hochgeworfen. Jetzt wirft er sie so. Daniel lässt sehr gerne die Stapelbecher fallen. Aufheben kann er sie nicht. Aber wenn jemand anderes das tut, lässt er sie wieder fallen. Dann lacht er
Daniel ist ein fröhliches Kind, beziehungsweise ein fröhlicher junger Mann. Wenn ihm etwas Angst macht, bleibt er stehen und hüpft vor und zurück, vor und zurück, vor. Dann macht seine Mutter manchmal den Staubsauger an. Daniel liebt diesen Staubsauger. Das Brummen beruhigt ihn. Dann fällt langsam die Angst von ihm ab. Seine Familie geht sehr liebevoll mit ihm um. Das merkt er. Daniel ist dankbar. Irgendwie. Beim Frühstück stellen seine Eltern ihm 3 Gläser mit Strohhalm hin. Als ich das sehe, frage ich, was das soll. Seine Mutter meint, dass sie nicht weiß, was er trinken will. Also bietet sie ihm immer seine 3 Lieblingsgetränke an. Als ich frage, warum sie nicht einfach irgendetwas gibt, sieht sie mich empört an. Daniel soll doch haben, was er möchte. Zuerst hält sie ihm das Glas mit Apfelsaft hin. Aber Daniel dreht den Kopf weg. Dann ist das Mineralwasser dran. Das mag Daniel heute nicht. Erst beim Orangensaft nimmt er den Strohhalm in den Mund. Er saugt gierig und schnell ist das Glas leer. Seine Mutter fragt ihn höflich, ob er noch mehr möchte. Aber sie wartet die Antwort nicht ab. Sie schenkt nach und hält ihm das Glas wieder hin. Daniel trinkt jetzt etwas langsamer, aber in vollen Zügen. Daniel ist nämlich ein Genießer. In der folgenden Geschichte hat jemand Feierabend, aber trotzdem noch etwas vor. Bei der Aufgabe Stimmengewirr soll dargestellt werden, was bei einer Zugfahrt so alles hörbar ist. Dabei sollte ein Handwerkerproblem vorkommen, in diesem Fall die betonierte Fläche ist zu groß. Ein Streitthema sollte auftauchen, in diesem Beitrag, der Schlafzimmerschrank muss aufgebaut werden und es sollte ein Zugproblem vorkommen. Das war in diesem Fall keine Zeit, eine Fahrkarte zu kaufen. Jetzt kommt Inge-Lore Bönicke mit Endlich Feierabend. Endlich Feierabend. Wieder zu spät aus dem Büro rausgekommen, stöhnt Jenny. Dabei muss sie noch eine Fahrkarte am Automaten ziehen, da sie diesmal keine Monatskarte hat, weil der Urlaub ansteht. Natürlich wieder lange Schlangen am Automaten. Und der Zug steht schon abfahrtsbereit. Was ein Mist. Da fasst Jenny einen Entschluss, der eigentlich ihren ehrlichen Lebensstil durchbricht. Sie steigt einfach ein. Es wird so selten kontrolliert und ich weiß, es fahren viele schwarz. Ich hatte keine Zeit, eine Fahrkarte zu kaufen. Der Zug ist voll, aber sie erwischt noch einen Sitzplatz und überall wird in Handys gesprochen. Ihr Gegenüber empört sich. Mensch, stell dir vor, die Firma hat die betonierte Fläche für den Keller viel zu groß gegossen. Jetzt muss es wieder entfernt werden. Alles Deppen auf dem Bau, schreit er laut. Jenny grinst. Eigentlich hat sie ganz andere Sorgen, nämlich kein gültiges Ticket. Überall hört sie Handyverabredungen für den Freitagabend. Die haben's gut und ich muss heute Abend mit Frank unseren neuen Schlafzimmerschrank aufbauen. Er mit seinen 2 linken Händen, da gibt's wieder Zoff zwischen uns. Wer das hört, glaubt an einen Ehekrach. Da klingelt nun auch ihr Handy. Es ist Frank. Ja, ich komme pünktlich zum Schrank aufstellen. Aber ich habe mir keinen Fahrschein ziehen können. Ach du Schreck, da kommen ja Kontrolleure. Das sind nun 60 Euro. Ist ja klar, dass ich erwischt werde. Nun wirkt sie verlegen. Junge Frau, bleiben Sie ganz ruhig. Sie sind meine Begleitperson, teilt ihr lächelnd die Seniorin neben ihr mit. Entschuldigen Sie, ich habe Ihr Gespräch mitgehört, zum Glück. So helfe ich gerne. Diese junge Dame gehört zu mir. Ich brauche Ihre Hilfe. Geht in Ordnung, erwidert der Schaffner. Beim Aussteigen umarmt Jenny spontan die Rentnerin und bedankt sich nochmals. Frank begrüßt seine Frau ziemlich verärgert. Er denkt an die vergeudeten 60 Euro. Er kann nicht verstehen, sie so gelassen zu sehen. Ja, sie strahlt sogar. Doch während sie gemeinsam den Schrank aufbauen und Jenny froh und lachend alles erzählt, steht der Schrank plötzlich fertig da
ohne den eigentlich vorprogrammierten Streit. Weißt du was, Frank? Wir ziehen uns um und gehen jetzt aus. Schön essen für die gesparten 60 Euro. Sie umarmt ihn und gibt ihm einen Kuss. Man sieht also, Handwerken ist gar nicht so schwierig. Und wenn man es selber nicht kann, holt man sich halt Hilfe. Im nächsten Beitrag sollte ein Werbeslogan als Anregung dienen. Und er heißt, ich habe keinen. Ich habe keinen. Neulich, ich hatte schlimme Zeit. War meine Kaffeemaschine kaputt. Schlimm, schlimm. Brauche ich Kaffee? Immer. Ich gekommen nach Hause, Kaffeepad eingeworfen, Maschine an. Super. Komme ich zurück in Küche? Überschwemmung. Wasser auf Platte, Boden, überall. Mache ich sauber, neuen Kaffee. Geht nichts mehr. Maschine tot. Ich auch fast. Hängt Zunge auf Boden. Bin ich müde. Will ich werfen Maschine aus Fenster. Ist aber zu, rege ich mich auf. Dann denke vernünftig. Werde ich reparieren? Schaue ich an Maschine. Werde ich lassen reparieren? Habe ich gehört von Repair-Café. Schaue ich im Internet, Donnerstag ab 3 Uhr. Warte ich bis morgen. Geht vielleicht. Nächster Tag lang. Schlimm, schlimm. Bin ich nicht wach? Stehe ich 2:45 vor Repair-Café. Bin ich zappelig. Warte ich. Aber kommt niemand. Kein Handwerker, keine. Muss ich beschweren, suche ich Telefonnummer auf Aussagen, steht jeder zweite Donnerstag. Bin ich fertig, fertig und fix. Noch eine Woche, weiß nicht, ob geht. Schiebe ich Fahrrad, habe ich keine Kraft zu fahren. Treffe ich Nicole. Oh, schlimm, schlimm, kommt Pech immer zusammen. Normalerweise ich nicht sehe Nicole, wenn ich sehe. Aber zum gewahren Boden habe ich Kopf nicht oben. Nicole freut sich, müssen reden, reden, lange nicht gesehen. Nicole, so Frau, hat alles, beste Kinder, tollste Mann, jedes Jahr neue Auto, Kaffeemaschine für über 900 Euro, Urlaub in, aber Kaffee schmeckt super. Nicole staunt, dass ich habe Zeit, sonst nie. Sag ich ihr, wir müssen sprechen jetzt, weil Termin ausgefallen, müssen reden unbedingt, bei Kaffee, oder? Viertelstunde später, ich sitze vor fantastischem Kaffeevollautomaten. Toll, was alles kann, beschließe ich, alles probieren. Ah, schmeckt gut, tut gut den Körper, in Geist alles wach. Aber bei dritter Kasse tut Stimme von Nicole in Ohren weh, geht nichts mehr. Mir plötzlich einfallen, dass ich noch erledigen was muss. Vergesse ich aber mal Schal, Kaffee war schon prima. Besuche ich nächsten Tag Sandra, aber hat noch Filterkaffee. Schlimm, schlimm, wusste ich nicht, dass sie so altmodisch. Bei Lisa Kaffee gut, aber Kinder, sehr laut. Malen auf Tisch, oje, muss ich halt den Mund, schlecht für Kaffee trinken. Bei Doris sitzt alter Mann, fragt er alle 5 Minuten. Wer bist du? Kenne ich dich? Fragt er wieder, bevor ich bin fertig mit Erklärung. Schlimm, ganz schlimm. Also fasse ich Herz, gehe ich Beate. Ist Frau, die alles weiß besser, ist ökologisch. Sagt sie, ich habe keinen Kaffee, muss ich trinken Tee bei Beate und dauert Tee bis fertig. Oh, Katastrophe. Donnerstag, ich bin Repair-Café, 2:30, ist schon offen. Viele alte Männer an Tischen. Ein paar Leute sitzen auf Sofa. Frage ich mal mit Karo Hemd, habe ich Kaffeemaschine, Sie reparieren? Haben Sie Nummer? Was Nummer? Denke ich Nummer von Maschine. Habe ich Betriebsanleitung? Hol ich höre. Muss ich aber bekommen Nummer von Frau und warten. Bin ich Nummer 8? Schlimm, schlimm. Sieht aus wie ein Wartezimmer von Arzt. Wird dauern lange, lange. Sinke ich aufs Sofa. Ich gucke. Kommt Mann, fragt, was kaputt? Ich denke gleich, alles wird kaputt.
hat Frau mit Nummer vor mir CD-Player. Kann man nicht. Kaffeemaschine kann. Ich springe auf, wir gehen Tisch, packe ich alles aus. Sage ich Problem, frage ich, ob er schon mal hat repariert. Ist der erstes Mal da? Was? Er auch? Alles erstes Mal oder was? Vielleicht ich doch kaufe ein neues Gerät. Man baut auf, probiert, hat der keinen Strom. Hol mir ein Kabel, macht der an Maschine, geht. Warum? Er nicht wissen, er nichts gemacht, aber geht. Ich bin entsetzt, warum geht? Er sagt, vielleicht weil wieder trocken. Ich gucke, wieso geht Maschine? Leider, ich habe nicht da Kaffeepad. Ich packe ein. Man ist froh, dass er hat gut repariert. Erstes Mal und so. Gebe ich Spende. Hebe ich ganze Maschine in Fahrradkorb. Schiebe ich Fahrrad vorsichtig. Aber schaue ich, damit ich nicht treffe Nicole. Zu Hause, ich packe aus meine gute Maschine. Hole ich Wasser und Pad. Mache ich an. Bin ich gespannt, ob geht. Geht. Ah, schlimm, schlimm. Habe ich ganze Woche keinen Kaffee, obwohl Maschine geht? Ich falle aufs Sofa. Schaue auf, Tasse auf Tisch, habe ich keinen Durst. Bin ich fertig, muss ich ruhen aus. Lange, lange. Plötzlich klingelt. Wer kommt? Gehe ich Tür, mache ich auf. Sehe ich Beate und Nicole. Wollen reden, reden, war so schön bei Kaffee und Tee. Oh, muss ich lassen in Wohnung, oder? Setzen sich Sofa, mache ich Kaffee, suche ich Kekse, habe ich keinen Kuchen da. Bringe ich Kekse, gehe ich Küche. Überschwemmung. Oh, schlimm, schlimm. Kommt Pech immer zusammen.